Man weiß heutzutage nicht, was ein Erfolg ist. Es gibt bestimmte Filmtitel. Neue Begegnungen in der dritten Art waren ein Riesenerfolg. Und in diesem Sommer gab es einen Film, der hätte eigentlich heißen sollen Reifenpannen in der dritten Welt. Ich glaube nicht, dass es ein Erfolg geworden wäre, denn der Film hieß Plattfuß in Afrika und war ein Riesenerfolg mit Bud Spencer. Yeah, but I'm very happy that you are tonight here in our show, here in German and Austrian and television, Swiss television, and I hope you enjoy it here very... Warum sprichst du nicht Deutsch mit mir? Sprich Deutsch. Sprich Deutsch. Aha. Ich habe 4 Jahre in Deutsch studiert. Ah, du hast 4 Jahre Deutsch studiert. But du bist wohl im Moment einer der größten Filmstars der Welt, hä? Ja, ist korrekt. Ich bin... fast 2 Meter. Ja, das meinte ich nicht. Ich meine, einer der großen Erfolg natürlich. Ja, ja. Bist du auch Schmalfilmer? Nein. Zu klein. Cinemascope. Ah, nur Breitwand. Ja. Ja. Und wie heißt der neue Film, der bald rauskommt? Der neue Film kommt in Oktober in Deutschland und der Titel ist Mücke. Sie nannten ihn Mücke. Mücke. Und ich bin die neue Mücke. Okay. Und da gibt es auch Schlägereien und so? Okay. Gibt es Schlägereien? Schlägereien da in dem Film? No. Nur Mückenspray. Okay, wir gehen jetzt zum Spiel. Ich bin es herrlich, dass Bert bereit ist mitzumachen bei einem Spiel. Bei jedem Schützenfest oder Erntefest gibt es immer mal so um 1 oder 1:30 gibt es eine Schlägerei. Und die entstehen meistens aus einer ganz normalen Situation, etwas ganz Harmloses. Und das wird hier auch gleich passieren. Und unsere Kandidaten müssen bei der Schlägerei... Hören Sie gut zu, Ute, hören Sie zu. Opa, auch zuhören. Zuhören. Ja, ja, richtig. Sie müssen bei der Schlägerei... Wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe, da reinspringen und versuchen auf eine originelle Art und Weise diese Schlägerei zu beenden. Haben Sie das verstanden? Aber warten Sie auf meinem Zeichen. Lassen Sie erstmal losgehen, dann gebe ich Ihnen ein Zeichen. Wenn Sie drei jetzt mitgehen in die Kabine, gehen Sie mal nach hinten und Sie holen da das Bier ab. Ja, dann wird es gleich losgehen. Ich möchte eben noch vorstellen, meine Damen und Herren, Bud Spencer ist nicht alleine für diese Schlägerei. Vor ein paar Wochen gab es einen fantastischen Tatort, Himmelfahrt ist hier, und eine der Hauptrollen spielte... Een ondankbare rol, zeer böse, maar goed gespeeld. Dat was Dieter Krebs. Zo, kom het wel. Es geht los. Meine Herren, bitte Ihr Bier. Dankeschön. Könnte ich gleich. Ich zahle. 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 Halt. So bitte nicht, meine Herren. Also erstens mal beruhigen Sie sich mal ein bisschen, ja? Wir sind in einer ganz gemütlichen Gaststätte, wir wollen uns doch nicht zanken hier. Und vor allen Dingen möchte ich doch jetzt mal bitten, wer zahlt denn nun wirklich das Bier? Ich würde doch sagen, vielleicht Sie sind da im Verstärker und so weiter. Vielleicht haben Sie auch etwas mehr ein Portemonnaie hinten drin. Oder Sie? Ja, das wissen wir sicher. Ja, das wissen wir. Ja. Gehen Sie bitte mal da rein. Because you have the most money, you can better pay it. So, jetzt kommen Sie bitte mit mir. Sie sind in dieser Schießbude hier. Wenn die Herren was schießen, geben Sie den mal, ja? So, es geht los. Guten Abend. Wollen wir uns mal versuchen, ja? Ja. Ja, bitte sehr. Danke. Wer denn nun zuerst? Ja? Beide. Ha. Wer denn die geschossen? Meine Rose. Ist meine Rose. Ist meine Rose. Meine Rose. Ist meine Rose. Wir machen das so. Meine Rose. Come on. Okay. Ja! Augenblick mal. Was wollen Sie denn jetzt machen? Ja, ich mein's. Das Schützenfest ist noch gar nicht vorbei. Wir müssen doch erst tanzen und dann geht's doch erst los mit den Schlägereien. Ach so, Jungs. So, gehen Sie mal bitte darüber. So, für das nächste, meine Damen und Herren, haben wir dann Herr Müller.
Großvater? Ich sage immer Großvater Müller und Herr Müller, weil in der anderen Runde hatten wir Herr Müller. Können wir sie ein bisschen auseinanderhalten? Sie betreuen hier die Toiletten auf dem Schützenfest, ja? Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis ich Ihnen ein Zeichen gebe, ja? Um reinzukommen bei der Schlägerei. Warten Sie ruhig ab. Schauen Sie mal gut zu. Es geht los. Ich war der Erste. Nein, ich war zuerst an der Tür. Nein, Entschuldigung, ich war zuerst an der Tür. Ich war zuerst an der Tür. Mit. Ja, was? Was? Lass doch lieber ein Bier trinken, ist doch besser wie die Klopperei. In der Zeit hat er noch Zeit, auf den Toilette zu gehen. Ja, stimmt auch. Ne? Ich nehme sie mit, aber ich habe so, und Ute, Sie sitzen hier und Sie bleiben so lange sitzen, bis ich Ihnen ein Zeichen gebe. Ja. So, es geht los. Langsam bitte. Darf ich bitte? Entschuldigung. Das ist mein Mädchen. Nur langsam bitte. Hey, guck mal. Na, so was anderes, ja? Schön. Bitte mal, war darüber. Ja, und... Vielen Dank, Dieter Krebs, dass du das mitgemacht hast. Das fabelhaft gemacht. Auch Bert Spencer, so eben improvisiert. Einen Proben hatten wir kaum und so. Eine Frage noch: Könnte ich auch mal mitmachen in solche Filme? So ein bisschen Schlägerei machen? Ging das so? Ich Applaus für den Helge. Okay.